Den kennst du noch, oder? Ja, den kenne ich noch. Ja, im Grunde ist es wirklich sich merken, wo die Gegner stehen und was sie machen und alles. Oder auch mal ein bisschen vorsichtig sein und... Okay. Das ist halt mit dem Schleichen, ist halt wirklich so... Ja, da mal sehen, ob man das noch irgendwie einstellen kann oder ob das gar nicht geht. Das ist... Ich fände es schon schade an sich, wenn du dadurch es schwerer hast, aber... Das Spiel ist trotzdem machbar. Also es gibt keine Stelle, wo man zwangsläufig schleichen muss, möchte ich meinen. Man kann das auch mit Skill ausgleichen. Ich bin fies, wenn ich sowas sage. Ah, alles gut. Vor allem, weil ich hatte ja den Luxus eines DualShock 4 Controllers. Du spielst das Ganze gerade mit einem emulierten DualShock 4 Controller aus einem... Oh ja, sehr schön. Aua. Ja, Angriff und... Oh. Zurück. Nicht versuchen zu heilen, du hast nichts. Oh nein, jetzt bist du auch deine ganzen Sachen los, sozusagen. Ups, 7. Oh nein, es sind erst 4. Ich habe gerade deine Tode versehentlich erhöht. Ich schaff das. Ich denk doch. Ich krieg das hin. Ich kann das! Irgendwann wirst du so ein richtiger Pro sein. Und wenn du dann Bloodborne in der Originalfassung, also beziehungsweise es ist ja auch die Originalfassung, aber wenn du es dann auf einmal auf deiner eigenen PlayStation 4 ohne Remote Play spielen kannst, dann wirst du denken, boah, das ist aber einfach. Ja, da denke ich mir dann wirklich so, oh. Wie konnte ich da nur so schlecht sein? Ach so, ja, Lag. Wieso bin ich da bloß oft gestorben? Ach ja. Ja, also es ist wirklich so, also wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, dann ist es eigentlich beim zweiten Mal schon um ein Vielfaches leichter. Okay. So. Hi, ihr anderen zwei. Hi. So. Ja. Boom. So muss das aussehen. Erstmal Schild weggeschlagen und dann... Da kommt er, der Mörderzinken. Ja, der Mörderzinken. Er durchsticht dich. Wir laufen halt so in der Gruppe rum, das ist blöd. Ja, also du kannst, wenn du wenigstens gezielt erstmal einen ausschaltest und dann dabei keinen Schaden kriegst und die anderen ranlockst, ja. Geht's vielleicht, aber... Oder du wartest, bis sie sich voneinander ein bisschen trennen. Oh, cool. Ja, hi. Hallo, Leck des Todes. Oh, gut, dass du gerade nicht in einem Kampf bist. Oh, wenn in irgendeinem Bosskampf durch Leck irgendwie das Ganze dann scheitern sollte, das wäre so fies. Ich bin schon dran am... Oh nein, die Remote-Play-Verbindung ist weg. Bist du noch da? Ich bin theoretisch noch da. Okay, Verbindung wurde wieder unterbrochen. Ja, ach, Mensch. Ja. Keine Sorge, hier kommt gerade keiner vorbei, der dich töten kann oder will. Der mich umbringen könnte? Ja, aber ehrlich gesagt, das ist ja das, was... Also, ich bin am Überlegen, ob ich nicht wenigstens die Limits noch ein bisschen erhöhe, weil es ja gerade durch dieses Remote-Play so instabil und alles möglich ist. Aber hat es die letzten Male immer so gut funktioniert? Ja. Was soll das jetzt? Das finde ich nicht nett. Genau, wir konnten sogar gegeneinander Gran Turismo spielen. Ich habe mich gar nicht so schlecht geschlagen. Richtig. Und das war ja dann für mich der Beweis, dass du wohl theoretisch auch Bloodborne damit schaffen könntest. Ach ja. So. Also ich sehe, du bist schon wieder so gut wie drin. Wer weiß, vielleicht ist es auch, vielleicht müssen wir auch die Sessions auf Zeiten verlegen, in denen so gut wie keiner unsere Internetleitungen benutzt. Sprich, mitten in der Nacht. Oder ich sage mal, also die Stoßzeiten sind ja eigentlich so gegen 20 Uhr oder so. Also eigentlich ist so Stoßzeit so eher nachmittags. Ich dachte eigentlich eher so abends, wenn dann alle von der Arbeit daheim sind.
keine Ahnung. Hey, wo seid ihr? Kommt ihr? Die sind jetzt weggelaufen. Also die sind, die haben Angst vor dir gekriegt und ja. Jetzt sind die ganz weit da vorne bis zu diesem komischen Scheiterhaufen, glaube ich. Ach so, die sind zu dem Scheiterhaufen. Oh nö, da sind ja da jetzt noch mehr, wenn die dahin laufen. Ja. Aber vielleicht kommen dann irgendwann welche zurück von denen. Und wenn du das schon so sagst, gehe ich fast davon aus, dass da welche zurückkommen. Okay, also hinter der Kutsche war der eine, der gleich auf mich drauf schießt. Kann ich dich schon anvisieren? Kann ich dich anvisieren? Wir sehen ihn an! Nö, aber du kannst... Du kannst daneben hauen! Vielleicht solltest du einen anderen Angriff nehmen, der von oben nach unten schlägt. Du hast mehrere bei deiner Waffe. Ja, ich hab noch so den zum Beispiel. Ich hätte mich jetzt... Oh, oh! Da. Oh Gott! Los! Visier den mal an! Aber es geht auch so. Also das nenne ich Skill. Das ist wirklich Pro-like. Alter, da kommen sie alle jetzt. Okay. Kannst du dich noch erinnern, wo hier die Gegner waren? Ja, und zwar da. Da, hinter dieser Wand. Ich höre ihn sogar, wenn das der ist. Oh, wenn ich solche Töne mal mittendrin reinmache, das merkst du doch gar nicht, dass das nicht im Spiel ist. Los, greif an! Sofort wieder Leben holen. Kannst dich ja schließlich gerade nicht heilen. Puh. Okay. Oh, das ist echt mies, wenn man seine Blood Vials schon verbraucht hat. Also entweder schafft man es irgendwie, welche zu farmen, oder... Okay. Ah! Ich wusste, da war er irgendwo. Ja. Vor allem, der steht so dahinter. Eigentlich sieht man den sogar, wenn man wirklich aufpasst. Aber dann, man merkt es halt nicht. Ja, eben. Also ich habe den irgendwie mal bemerkt, beim ersten Mal vielleicht oder so. Und irgendwann ein paar Male später, das war so, ich bin da geschlichen und er kam dann da so raus und ich dachte so, ha, Loser. Und dann, so ein paar Male später, wo ich da vorbeikam, hat er mich immer wieder getroffen. Der geht dahinter. Und das ist dann der, wo du dann üben kannst. Nein. Aber es kommen von woanders welche. Oh, gut ausgewichen, Alter. Nein, ich hab dich gerade wieder geheilt. Los, schlag ihn nochmal. Du musst dich jetzt so heilen. Ja, und du hast immer noch deine Blutfiole, die du nicht mehr hast, aufgesammelt. Ja. Ey, wirklich, dieses Fenster, es würde mir so auf den Keks gehen, wenn ich selber spielen würde. Ja. So, wenn du es schaffst, langsam an ihn... Könnt ihr nicht alle erstmal hier hochkommen, damit ich euch einzeln umbringen kann? Nö, erstmal kannst du dich ja um den da hinten kümmern. Und wenn du es schaffst, an ihn ranzukommen und ihm halt so einen starken Stoß zu versetzen, musst du wirklich mal, sobald diese starke Attacke ausgeführt wird, hämmer dann mal auf die auf den rechten Bumper. Also diese. Okay, ich versuch's. Also du machst die starke Attacke mit dem Trigger und wenn du dann den Bumper drückst, müsste eigentlich so eine Animation kommen, wo der von hinten erstochen wird. Das solltest du definitiv wenigstens in deinem Repertoire so drin haben. Du kannst ruhig jetzt noch ein bisschen rennen. Schleichen. Ja. Langsam gehen. Langsam. Ja, sehr schön. Dabei am besten die Kamera ausrichten ohne... Ja, genau, so am besten schon mal auf ihn gehen. Ja, das war gut, das ist schön, das ist geil. Oh, das ist schön. Nein! Langsam. Ja. Das ist tatsächlich schwieriger, als man jetzt vermuten würde. Oh, zu weit weg. Und los, drauf auf ihn! Solange er noch nicht aufsteht. Uiuiui. Ja, jedenfalls wärst du näher dran gewesen, hättest du eher die... Also du kannst ruhig näher an ihn ran, wenn du an ihn ran schleichst. Also du kannst da wirklich hinter ihm stehen und ihn fast berühren.
oder ihn eventuell sogar berühren, das habe ich nicht ausgetestet, Alter, könnte ich mal machen. Was auch immer da hinter dem Tor hämmert, ich mag es nicht. Ich will nicht. Ja, das ist auch ein etwas stärkerer Gegner, aber den würdest du auch irgendwann schaffen. Ah, oh, Mann. Ja, also du könntest versuchen, mal einzelne von denen hochzulocken oder sowas und einzeln zu bekämpfen. Ey, du da, komm mal her. Hi, ja, hier bin ich. Hallo. Ach ja, übrigens, wenn du deine Waffe einklappst, kannst du auch ein Schusseisen benutzen, ne? Also eine Pistole. Das heißt, du kannst Gegner auf Range pullen. Wie man so schön sagt. Ha! Okay. Anvisieren? Ah, er hat an sich dich schon mal wahrgenommen. Dadurch, dass das abgeprallt ist am... Oh ja, das war gut. So, jetzt. Zu früh geschlagen. Aber das Gefühl dafür kriegt man noch. Ich mag das hinter der Tür immer noch nicht. Hiya! Kann ich hier irgendeinen von euch anvisieren? Weil wo steht ihr? Ihr steht daneben. Du kannst ja auch aus dem freien Feld kommen und da mal irgendwie jemanden anvisieren. Nein. Nein, schade. Du kannst von da unten kommen. Und dann hast du ihn auch voll in der Schusslinie. Hä, von wo? Ah, nicht die Treppe, sondern von hinten. Ach, die andere, da wo die... Nein, nicht dieses hinten, das andere hinten. Ja, von da, wo die Leute langgelaufen sind. Ach so. Stimmt. Ist eine Idee. Ich werde dir in Zukunft nicht mehr damit helfen, dir zu sagen, wo du überall lang kannst. Das habe ich auch nicht gebraucht. Aber ich hatte auch kein Remote Play, aber gut, das ist ja eine Situation, die hat damit nichts zu tun. Hi, hallo du da. Hi. Ja. Hi, du Tai. Ah, haben wir noch nicht. Space Taxi. Du bist ich möchte meine große Axt wieder haben. Danke. Du kannst ja auch jemanden anschießen und dann die große Axt machen, zum Beispiel. Also erst jemanden so an dich ran. So kann ich. Das ist eine Patrouille, die geht da lang so und. Okay. Oh, er hat dich gesehen. Du bist tot. Ich hab's gehört. Nein, bin ich nicht. Schlag an. Ah, da kam einer von hinten, das ist unfair. Okay, das wo kommt die denn her? Davon wusste ich nichts, ehrlich. Okay, cool. Nice. Fies. 3 Stunden später. Ich seh's noch kommen, du schaffst es in der ersten Aufnahme mehr Tode zusammenzukriegen, als ich in meinem gesamten ersten Durchlauf. Nein, ja, Quatsch. Das sehe ich jetzt schon. Nein. Aber ich hab so das Gefühl, du wirst farmen müssen oder so. An den Gegnern, die du locker schaffen kannst. Aber andererseits, wenn... Also du kannst ja theoretisch auch wieder die besiegen, die dann halt... da am Anfang waren, die 3. Oh Mann. Das Spiel ist so... Oh Gott. Ist das so deprimierend gerade. Oh, aber dafür, wenn du irgendwo mal weiterkommst, dann fühlst du dich wie Gott. Zum Beispiel bei dem hier. Der war ja jetzt leicht. Der kann doch nichts mit seinem blöden Holzschild. Oh. Hallo, Patrouille? Hallo. Moment. Einmal. Einen Abschluss? Ist ziemlich klein. Ja, probier mal. Ah. Nein. Übrigens, deine Schusswaffe hat nicht eine ewige Reichweite. Ups. Nein, also den Kopf wollte ich haben. Also okay. die macht nicht auf ewig viel Reichweite Schaden und ja, wenn die... Wenn ja gut, ignoriere mich, ist auch okay. Hey, da war was. Ach, egal. Keine Ahnung, vielleicht entweder du versuchst einen von denen ganz schnell wegzuhauen und rennst dann so schnell wie möglich weg. Oh, ich sehe gerade, da kam einer von... Da. Ah. Da von rechts kam einer. Den kannst du alleine greifen gerade.
Nee, jetzt schließt er langsam zu den anderen auf, glaube ich. Ma. Also ich würd echt einmal so rein rennen, einen platt machen und dann ganz schnell wie ein kleines... Moment, da ist der Kutschentyp, der mich abschießt. Richtig, richtig.